cheka na baba na mama. Kangi cheka arakile oe aya. Kangi cheka na baba. Grüß euch, ich bin der Bernhard Gruber aus Oberösterreich und mache Permakultur. Im Jahr 2009 bin ich das erste Mal nach Afrika gekommen. Ich war mit einer Projektgruppe im Südsudan. Und dort sagt man, wer einmal aus dem Nil austrinkt, der kommt immer wieder. Und so war es auch dann. Ich habe im selben Jahr noch die Gelegenheit gehabt, mit Franz Hörmannsheder nach Tansania zu fliegen. Der Franz und ich beschäftigen sich mit dem Thema Waldgarten. Und so wollten wir typische Waldgärten sehen und sind so auf eigene Faust nach Ostafrika geflogen. Auf der Suche nach den Waldgärten von den Chagas haben wir den Bauern Aloisi Massawe kennengelernt und bei ihm und seiner Familie ein wenig Zeit verbracht. Der Aloisi hat uns seine Kleinstlandwirtschaft gezeigt, die er größtenteils als Waldgarten betreibt. Sein ganzer Stolz sind seine stachellosen Honigbienen, von denen er mittlerweile über 100 Steck hat. Ein paar frische Sorten ab hier. It's just I decided to do that because otherwise if I start my division dividing the colony. Das erste Mal habe ich da gesehen, was so ein Tropenring anrichten kann. Und wir haben ihm Aloisi von der Permakultur erzählt und gemeint, dass wir da was für ihn wissen. Okay. Wir haben dann mit ihm über das ganze Feld, das er am meisten von der Erosion betroffen war, einen Retentionsgraben angelegt. Der Aloisi war dann nachher nächsten Ring so begeistert, dass er gemeint hat, da müssen wir mehr machen, vielleicht sogar einen ganzen Kurs. Im Oktober 2010 sind wir dann wieder oben mit ein paar Leuten und haben zwei Wochen lang mit fast 30 Kleinbauern einen Kurs abgehalten. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Mai mama bambe yanser kaka kijana yanser kachana nko yanser kire suti yanser suti tumba yanser iyalele yanser iyalele yanser mai ma yanser kaka kijana yanser kire suti yanser suti tumba yanser iyalele yanser iyalele. Angefangen von der Ethik und den Prinzipien der Permakultur bis hin zu Strategien für trockene Gebiete oder Arbeiten mit einfachsten lokalen Ressourcen. The other thing is, we were talking about that we wanted him to think about how he wants to use the whole thing, not only one, put one element and then there is nothing else left. Zum Abschluss sind wir dann noch mit dem Aloysi Baum kaufen gefahren. Da hat er sich gefreut wie ein kleiner Bub. Alles Fruchtbaum für seinen Waldgarten. Anderthalb Jahre nachher, nach dem Kurs, haben wir dann das Ganze mit den Leuten vertieft und haben den Dr. Fleschi eingeladen, ein Naturheilkunde-Training mit den Leuten abzuhalten. Wo wir natürlich auch selber mit da haben. Kwa mfano hii anjano inakuwa ina alloy ni kwa wingi. Like this one is just alloy are more. Alloy are more. As we have seen sometimes God do bring his miracles so that the past sick people can be cured so that we can know that the work of God is wicked. Unachukua tu kipande unalamba uone kama kuna uchungu. Mama yetu. Im Anschluss haben wir dann nur ein wenig das Land bereist. In den Folgejahren haben wir verschiedene Leute in Tansania und auch in Kenia besucht und immer wieder ein paar Inputs geliefert und geschaut, was braucht wird vor Ort. And what we do now is just pinch it with our bodies and stretch it. Move it again, stretch it. Wir haben einen Ledergerb-Workshop gehalten, einen Stormetz-Workshop, einen Schwammerlzucht-Workshop und viele verschiedene andere Sachen. Und haben natürlich auch mit Permakulturthemen und Naturheilkundetraining weitergemacht. And this is a more soft leather. Mm. And I would like to make this soft leather with you because then you see all the steps down. Permakultur ist für mich ein Werkzeug, um ein zukunftsfähiges Leben zu planen. Und so versuchen wir, das auch weiterzugeben. Wir haben nur einen Planeten und den müssen wir lebens- und liebenswert erhalten. Dabei hilft uns die Permakultur mit seiner Ethik und verschiedenen Permakulturprinzipien. Die Ethik der Permakultur hat drei Punkte. Sorgsamer Umgang mit der Erde, sorgsamer Umgang mit den Menschen und den Wachstumswahnsinn begrenzen, weil nicht einmal die Bäume wachsen im Himmel.
Permakulturprinzipien sind: Beobachtung steht immer am Anfang, fang Energie ein und speicher's vor einer Ernte ein, lass die Natur für dich arbeiten, verwend nachwachsende Ressourcen, verschwend und verseuch nichts, verzettel dich nicht in Details, einbinden ist besser als ausschließen, einfache, langsame Lösungen finden, die Vielfalt ist unsere Versicherung, schau auf das, was du nicht gleich siehst, sei kreativ. Afrika, tubariki, watoto, Afrika. Die Ethik und Prinzipien versuchen wir auch auf unsere Arbeit zu übertragen. Wichtig ist uns, dass wir unsere Freunde in Tansania nicht abhängig machen. Denn wir wissen ja auch nicht, wie lange wir das noch machen können. Machen tun wir das alles in Eigenregie und werden von verschiedenen Leuten ein wenig unterstützt. Es geschieht aber alles ohne irgendwelche Förderungen. In den letzten Jahren haben wir schon angefangen, Leute in der Region am Viktoriasee zu unterstützen. Da möchte ich mir jetzt mit Dr. Felesche eine Naturheilkunde und ein Permakulturtraining abhalten. Was dort komplett fehlt, sind Fruchtbäume. Dort wird fast nur Mais und Cassava angebaut. Unser Ziel war, jetzt einer zeigen, wie man die Erosion in die Maisfelder stoppt und wie man die Fruchtbäume in Mais einpflanzen kann. Da war es natürlich schön, wenn wir ein wenig finanzielle Unterstützung zum Baumkaufen hätten. Aktuelle Infos sind immer wieder auf unserer Homepage zu finden. Danke, dass ich die Zeit genommen habt, Eicher Bernhard Gruber. I am a good person.